kanadische Action im Allgäu mit Scott Holben aus Edmonton und Nick Forman aus Toronto. Beide 25, beide im Kader der Nationalmannschaft. Seit Anfang der Woche sind die Hockey-Nachwuchsstars in Germeringen. Eigentlich wollten sie schon längst da sein, aber sie ahnen es, die Aschewolke wusste das zu verhindern. Und so mussten die Kanadier ab London den Bus nehmen. Doch die lange Reise wird sich lohnen, wissen die sympathischen und motivierten Hockeyspieler. Back at home we're very very involved in the sport of ball hockey. Zu Hause sind wir sehr engagiert im Hockey und sehr interessiert am Nationalteam von Kanada, erklärt uns Nick. Christian Gabler aus Germeringen hat Scott und mir eine E-Mail geschrieben und uns die Chance gegeben, hier unser Können zu erweitern und auch den Piranhas zu helfen. Wir sind froh, hier zu sein und wollen den Piranhas helfen, die Meisterschaft zu holen. Was wollt ihr beide hier erreichen? Mit welchen Zielen seid ihr angereist, fragen wir Scott. Ich will mich als Mensch und Spieler weiterentwickeln, Leute treffen, hier in Deutschland eine andere Seite des Hockey kennenlernen und mich weiterentwickeln. Ins Allgäu geholt hat die beiden Kanadier der Trainer des EC Piranhas Germeringen, Christian Gabler. Der Coach kennt seinen Kollegen vom kanadischen Nationalteam schon lange. Im Allgäu hat er, Nick und Scott einen Job, eine Wohnung und mit Hilfe eines Sponsors auch ein Auto organisiert. Erst so wurde die Neuverpflichtung möglich. Ich erwarte mir natürlich einen riesen Aufschwung, dass einfach unser Sport jetzt populärer wird, dass er, sage ich mal, vor allem für Jugendliche, dass das eben Spieler wieder zu uns in unseren Sport bringt. Ich will Qualität in unsere Mannschaft bringen. Beide sollen unsere Spieler ausbilden, unsere Jugendspieler ausbilden und sollen uns helfen, natürlich besser zu werden. Das werden die beiden kanadischen Nachwuchsprofis mit Sicherheit tun. Sie können offensichtlich einiges an Können weitergeben. Aber sie wollen auch lernen, Europaerfahrung sammeln, um dann ihrem Traum einen Schritt näher zu kommen. Bei der WM 2011 in Bratislava im A-Team der Nationalmannschaft für Kanada Tore schießen. Das sollen sie jetzt aber erstmal im Allgäu machen. Nick und Scott bleiben insgesamt 3 Monate in Germeringen.